Ja Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind noch immer in Chardak, haben uns beim letzten Mal die 4 Kontrollwürfel geholt, die wir hier brauchen. Und Nelod steht hier unten schon ganz erwartungsvoll rum. Und wir speichern. Ihr müsst den Wasserpegel senken, wenn wir weiterkommen wollen. Zack, ab die Post. So. Centurio-Sphäre. Dwemeröl. Spinni. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier mal, da ich nicht im Schleichmodus unterwegs bin. Bleibe ich mal auf den Dolchen, wobei ich mir dann einen Dolch auf die 2 legen sollte. Und zwar dich. Mal gucken. Na, das funktioniert natürlich nicht. Ist ja klar. Ist ja vollkommen klar, dass das nicht funktioniert. Ja, ich weiß, da gibt's eine entsprechende Mod. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man da noch einiges zusätzlich installieren muss, was mir nicht gar so lieb ist. Also noch eine Zusatzsoftware quasi. Ah, hier geht's runter. Nelod hat da hinten ein bisschen Beef. So. So. Die Sache, wenn wir jetzt einhändig kämpfen, ist, dass wir nicht mehr leveln. Weil wir einhändig schon auf 100 haben. Da ich das aber auch nicht so oft tue, sondern eher mit dem Bogen unterwegs bin, will ich es auch nicht auf legendär setzen, weil sonst sind wir, wenn wir mal kurzfristig zu den einhändigen Angriffen wechseln müssen, halt ein bisschen dünn auf der Brust. Wobei das ja eigentlich mal eine gute Möglichkeit wäre, unsere erste Fähigkeit quasi auf legendär zu setzen. Oder haben... Ah, wir haben einhändig noch gar nicht auf 100. Ach, wie nice. Na, dann ist ja alles super. Da habe ich nichts gesagt. Dann Hobby nichts gesagt. Ja. Achso. Die Bude ist zu. Ganz starke Vermutung. Oben waren ja noch 2... Würfelhalterung oder 2 Kontrollschalter. Vermutung ist folgende, dass wir hier wahrscheinlich noch die 2 Würfel reinpacken müssen. Ja. Was ist denn hier drüben? Bevor wir den zweiten Würfel einsetzen, gucken wir doch mal, was hier ist. Kommen jetzt bestimmt noch ein paar kleinere Gegner um die Ecke. Molag Bal kann mich mal am Arsch lecken. So. Höpp. Ha, das war wieder einfach. Halskette und ein Goldring. Kleinen Moment, ich muss kurz husten. So, fertig gehustet. Jetzt haben wir hier noch. Moment mal. Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet, für die sich das Ganze lohnt. Das mag alles sein, was du da sagst, Heldrin. Aber das
Ah, jetzt haben wir das Ganze noch weiter abgesenkt. Dann will ich mir erstmal den Würfel hier oben noch wiederholen. Ich sehe auch 8 Millionen Questplots. Dich nehme ich mal wieder runter. So. Was sagt denn uns die Karte? Stellen Sie die Dampfzufuhr wieder her. Stellen Sie die Dampfzufuhr wieder her. Stellen Sie die Dampfzufuhr wieder her. Da oben ist der Ausgang. Markierter Ort. Das heißt, da geht es raus. Wir müssen jetzt erstmal runter. Ich sehe hier sind natürlich 4. Die beiden hier habe ich eben gar nicht gesehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich zwangsläufig erstmal ganz runter. Und ja, ich weiß nicht, noch irgendwo Würfel organisieren oder so. Keine Ahnung. Kein Plan. Hier geht's da runter bestimmt. Oder auch nicht. Okay, dann können wir nur auf der anderen Seite runtergehen. Erstmal können wir uns noch ein bisschen Lautlosigkeit verschaffen. Und das ist halt jetzt das Doofe, dass ich den immer über die Favoriten ausrüsten muss. Den Dolch auf der zweiten Hand. Das ist ein wenig unschön. Die Frage ist die, da ich den da unten jetzt aktiviert habe, was passiert, wenn ich hier oben einen rausnehme? Okay, Wasser steigt. Also gehen wir erstmal... Hier ging's runter. Gehen wir erstmal ganz runter. Hier. Und gucken uns da unten erstmal um. Denn irgendwas muss uns das ja jetzt gebracht haben. Dass wir hier das Wasser quasi bis zum Grund gesenkt haben. Ach, Teldrin, wir müssen mit dir echt mal zum Arzt. Das geht ja schon seit Hunderten von Folgen fast, dass du hier am Rumhusten bist. Ich guck mir erstmal hier unten um. Vielleicht gibt es hier noch ein Trüchen oder eine Schatulle oder weiß der Geier was. Hä, das sah so aus. Es ist aber nichts. Tadum! Eine Truhe. Und auf. Dietrich. Ja, pack mal alles ein. Immer her mit dem Zeug. Wand. Ey! Ein Geysir. Naja. Mehr oder weniger. Eher weniger als mehr, aber gut. Was soll's. Nischt. Das heißt hier hinten... Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet, für die sich das Ganze lohnt. Genau, Teldrin. Da bin ich voll bei dir. Und hier unten brauchen wir jetzt schlicht den, nächsten Würfel. Das sah gerade aus wie eine Kiste. Oh, das ist eine Vulkanglaserzader. Habe ich jemals schon mal Vulkanglas abgebaut? Ich kann mich nicht dran erinnern. Trink noch mal einen Schluck. Pop. Sauber. Oh. Waffe nicht gezückt. Da kann das ja mit der Lautlosigkeit auch nichts werden. So. Guti, sonst. Hier ist nichts mehr. Gucken wir hier nochmal in die Ecke rein. Hier ist auch noch irgendeine Ader. Noch mehr Vulkanglas. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür ich es brauche, aber im Notfall machen wir Barren draus und verscheuern die Dinger. Kann auch nichts schaden. Monettas braucht man immer. Wobei wir mittlerweile stark auf die 200.000 Gold zugehen. Also, nicht stark. Wir sind bei 100, ein bisschen über 160. Aber immerhin, wir nähern uns. Keine Ahnung, ob ich jemals nochmal so viel Geld brauchen werde für irgendwas. Was denn nun passiert? Halskette der einzigartigen Ausdauer. Steigert die Ausdauer um 70 Punkte. Magicka wiederherstellen. War das jetzt...
Alles nur dafür? Okay, Teldrin kommt. Scheinbar unten alles nur für so zwei Truhen. Das mag ja ganz nett sein. Große Preisfrage ist weiterhin. Ich setze mal einen noch hier rein, um zu gucken, ob sich bei zweien irgendwas tut. Irgendwie ja nicht. Jetzt, da hinten ging es auch noch runter. Aber unten war ja nichts mehr tatsächlich. Hier ging es noch runter, aber... Nö. Das ist sogar tatsächlich zu Ende, das Dingen. Die Zwerge waren ein kluges Volk, was ihnen wohl zugestoßen ist. Keine Ahnung, mein Guter. Keine Ahnung. Nelord, Mann. Wir müssen genug Kontrollwürfel finden, um die Pumpen am Laufen zu halten und alle vier Kessel in Gang zu bringen. Schön. Wir müssen immer noch diese Würfel finden. Alter, bin ich eine blinde Schelle. Alter Schwede. Das kannst du ja keinem anbieten. Das kannst du echt keinem anbieten. So, herkommen. Herkommen. Genau neben dieser verdammten Tür. Aber gut, so haben wir uns wenigstens unten nochmal umgeguckt. Hat auch sein Gutes. Zack. Aquädukt. Wie im alten Rom. Zack. Nee, Leute, machen wir mal halb schnell. Der letzte Würfel ist irgendwo hier. Ich hoffe, wir müssen seinetwegen nicht wieder in diesem Dreck herumschwimmen. Dort oben lässt sich wohl die Pumpe aktivieren. Aber wie nur herankommen? Wir müssen diese drei Brücken herablassen, um zur Pumpensteuerung zu gelangen. Ich sehe nicht mal eine Brücke. Aber okay, wir müssen sie herablassen. Pumpsteuerung. Hallo? Okay. Ah! Brücke gefunden. Also, ich habe zwei Kontrollwürfel. Hier brauche ich drei. Was ist das denn für ein Mist? Hier ist erstmal eine Truhe. Das finde ich gut. Ich stehe nämlich voll auf Truhen. Zack. Edelstein und Gold. R ist alles nehmen, nicht F. So, mehr gibt's hier oben nicht. Außer die Info, dass wir einen dritten... Ah, Moment. Wenn ich hier einen reinsetze, geht die Brücke links runter. Ah, und die hoch. Moment. Jetzt setze ich hier noch einen rein. Da gehst du runter und du hoch. Und hier in der Mitte passiert was? Passiert überhaupt was? Da gehst ich du hoch. Ich bin sicher, dass trotz der vielen scheußlichen Kreaturen hier reiche Beute auf uns wartet, für die sich das Ganze lohnt. Da. Und da. Yes! Alle drei Brücken unten. Passt jetzt nichts mehr an. Schnell!
Ich werde meine Finger von allem lassen, was ich sehe, und du kannst dich hier mit allen Gegnern alleine anlegen, oder was? Das willst du mir erzählen, oder was? Meine Herren. Was denn hier für eine Party? Irgendwas ist gelevelt, ich hab's nicht gesehen. Stufenaufstieg. Wir haben 330 Gesundheit und haben 280 Ausdauer. Ich möchte weiter auf die Ausdauer-Skill. Einhändig war es nicht, dass gelevelt ist. Wahrscheinlich war es die leichte Rüstung. Gehe ich mal. Ja, die ist am Anfang. War wohl die leichte Rüstung. Wir haben einen Talentpunkt. Ruhige Hand. Das Heranzoomen kostet weniger Ausdauer. Überspannen. Der Bogen macht mehr Schaden. Im Schleichen sind wir auf 60. Lautlose Bewegung. Das Geräusch, das Rüstung verursacht, ist um 50% leiser. Was haben wir hier? Die Heimtücke. Schleichangriffe mit Einhandwaffen verursachen den 6-fachen Schaden. Huch. Okay. Entweder wir kümmern uns jetzt mal weiter um die Heimlichkeit. Oder wir kümmern uns um das Überspannen und machen mit dem Bogen mehr Schaden. Da das mit dem Schleichen eigentlich ganz gut klappt, würde ich gerne meinen Bogenschaden steigern. So. Stufenaufstieg, check. Zack. So, dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter und gucken, was uns hier noch so alles bevorsteht. Wir müssten, glaube ich, jetzt irgendwie noch einen Würfel finden oder so. Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Bis hierher bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe es langsam satt, immer nur durch diesen Dreck zu warten. Lasse Nelot ausreden. Und hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei. Dann geht's weiter mit Skyrim. Und bis dahin sage ich ciao, ciao.